B1.5. Berechnen Sie den Flächeninhalt A des Dreiecks AB1C1. So, dafür brauche ich nochmal die Zeichnung. Hier habe ich das Dreieck A, B und C1. Und davon soll jetzt der Flächeninhalt berechnet werden. Es gibt drei Formeln für den Flächeninhalt von Dreiecken. Das wäre 0,5 mal Grundseite mal Höhe, wohl die bekannteste. Dann haben wir noch 0,5 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Und die letzte noch geht über die Determinante. Natürlich ist es interessant zu wissen, welche dieser drei funktioniert am schnellsten und am einfachsten. Und da kann man sich vielleicht folgenden Tipp beherzigen. Sobald eine Seite vom Dreieck parallel zu einer der Achsen liegt, kann man die erste oder die zweite ansetzen. Also dann wird die am schnellsten sein. Sobald keine Seite des Dreiecks parallel zu irgendeiner Achse liegt, wird es wohl am schnellsten über die Determinante gehen. Wie gesagt, die anderen Lösungen wären auch möglich, aber dann müssen wir halt eine Ecke mehr rechnen. So, schauen wir uns das Dreieck an. Wir sehen, keine der Seiten liegt parallel zur x- oder zur y-Achse. Von so her setze ich jetzt die Determinante an. Die finden wir auch in der Formelsammlung auf der Seite 44. Und da heißt es jetzt erstmal allgemein, a ist 1/2 mal, jetzt heißt es hier ux, uy, vx und vy. So, also das hier ist jetzt die Determinante. Gut, was heißt das jetzt hier? In der Formelsammlung geht man einfach davon aus, dass der erste Vektor u und der zweite v heißt. Und dann kommt hier halt die x-Koordinate von u und hier die y-Koordinate von u und das gleiche hier mit v. Wir brauchen jetzt entsprechende Vektoren, natürlich in unserem Beispiel. Dafür gehen wir wie folgt vor. Man sucht sich einen gemeinsamen Fußpunkt, also einen Punkt, von dem aus startet und stellt dann die Vektoren zu den benachbarten Punkten auf. Also einmal der Vektor AB1 und einmal der AC1. Und vielleicht erinnert man sich noch, wie man sie aufstellt, nämlich da gilt die Regel Spitze minus Fuß. Also die Punktkoordinaten der Spitze minus die Punktkoordinaten des Fußes und dann hat man einen entsprechenden Vektor bzw. Pfeil. Aber ich spreche jetzt hier weiter von Vektoren. So, dafür brauchen wir jetzt natürlich die Punktkoordinaten. Ich hätte jetzt gesagt, ich nehme A als meinen Fußpunkt und B1 als Spitzpunkt vom ersten Vektor und C1 als Spitzpunkt vom zweiten Vektor. Aber da brauche ich natürlich erst die Koordinaten von B1 und C1. Und die muss ich jetzt natürlich noch ausrechnen. So, wir wissen aus den vorherigen Aufgaben, der Punkt Bn hat die allgemeinen Koordinaten x minus 0,5x² plus 2x plus 3. Und da wir hier den Flächeninhalt von AB1, C1 berechnen sollen, gilt natürlich, dass x 1,5 ist. Ja, stand auch in der vorherigen Aufgabe, dass eben dieses Dreieck für x gleich 1,5 gezeichnet werden sollte. So, wie gehen wir vor? Wir setzen einfach für jedes x die 1,5 ein. Also minus 0,5 mal 1,5x Quadrat. Ah Quatsch, nix x mehr. 1,5 Quadrat plus 2 mal 1,5 plus 3. Ja, also jedes x hier oben ist durch 1,5 ersetzt worden. Vereinfachen wir es noch einmal im Taschenrechner. Und dann kommt ein Wert von 4,88 raus, ja, auf zwei Stellen runden. So, das gleiche machen wir jetzt mit dem Punkt C. Die Cns haben wir ja oben auch berechnet, beziehungsweise die allgemeine Formel stehen, die lautet ja x minus 3 und dann minus 0,5x² plus 5x minus 7,5. Für C1 gilt dann, wenn ich für x 1,5 einsetze, habe ich einen x-Wert von minus 1,5 und diesen x-Wert setze ich jetzt natürlich überall hier wieder für das x ein. In dem Fall jetzt die Klammer nicht vergessen, weil es eine negative Zahl. Plus 5 mal minus 1,5 minus 7,5. Ja, Klammer zu. So, noch einmal durch den Taschenrechner schicken. Und dann gibt es einen Wert von ungefähr minus 1,13 für den Punkt C. So, jetzt habe ich meine beiden Koordinaten, jetzt kann ich den Vektor aufstellen, oder die Vektoren. Ich fange jetzt an mit dem Vektor AB1.
ist gleich. So, und jetzt kommt Spitze minus Fuß. Als Spitze, das ist ja immer der Punkt, der hier auch hier unter der Pfeilspitze steht, brauche ich also Punkt B1 mit 1,5 und 4,88. Und jetzt Minus und jetzt der Fußpunkt. Der war bei minus 1, minus 3. Klammer zu. So, rechnen wir es noch aus. Und dann kommt hier ein Wert von 2,5 und 7,88. Das gleiche machen wir jetzt mit AC1. Ja, C ist wieder meine Spitze. Also fange ich mit dem an. Minus 1,5 und minus 1,13. Minus der Fußpunkt mit minus 1 und minus 3 ergibt dann minus 1,5. Und hier bitte dran denken, Minus und Minus ist in dem Fall plus 1, also negativ in Klammern. Treten wir einfach das Vorzeichen der Zahl in der Klammer um. Habe ich jetzt hier oben nicht extra nochmal erwähnt, aber wer es einen Taschenrechner eintippt, der kriegt das sowieso richtig raus. Hoffe ich mal. Und es gibt dann hier einen Wert von minus 0,5 und 1,87. So, jetzt können wir tatsächlich schon die Determinante aufstellen. Also a vom Dreieck AB1C1 ist gleich. So, da wir ein Dreieck haben, ist es 0,5 mal. Oh, und jetzt nochmal drauf aufpassen. Mit welchem Vektor fangen wir an? Dafür geben wir nochmal die Zeichnung. So, wenn ich jetzt die beiden Vektoren habe, dann kann es hilfreich sein, wenn ich mir so einen Hilfspfeil einzeichne. Ja, im Prinzip ist es ähnlich wie ein Winkel. Diesen eingeschlossenen Winkel hier mache ich jetzt einfach gedanklich mit. Und das heißt jetzt einfach nur, ich fange jetzt mit dem Vektor an, wo hier dieser Fußpunkt vom Pfeil ist, und ja, der zweite Vektor ist eben da, wo die Spitze ist. Also man sagt hier mal, gegen den Uhrzeigersinn einfügen. Dieser Winkel liegt ja im Dreieck, also dieser Vektor kommt zuerst und dann kommt dieser Vektor. So. Zuerst kommt also Vektor AB. Und dann kommt Vektor AC. So, einfach so nebeneinander aufschreiben. Und jetzt geht's weiter. So, da ziehen wir nochmal unsere Formelsammlung zur Hilfe, wie man das jetzt umrechnet. Also wir haben ja A ist gleich 1/2 mal UX UY. Und Vx, Vy. Und jetzt steht in der Formelsammlung weiter. Ist gleich 1/2 mal. Und jetzt wird es ausgerechnet mit Ux mal Vy minus Uy mal Vx. Also wenn man hier das reingeht, es wird so über Kreuz multipliziert und voneinander abgezogen. Das gleiche Spiel machen wir ja auch. Wir fangen mit Ux an. Das ist in dem Fall jetzt hier, also links oben. Die 1/2 mal nicht vergessen. Und auch die Klammer dürfen wir nicht vergessen. 2,5. So, das heißt hier Vy. Vy ist rechts unten. Also mal 1,87. Dann kommt Minus. Und jetzt Uy, das ist links unten, die 7,88. Mal, und jetzt bleibt nur eins übrig, nämlich rechts oben, die minus 0,5. So, Klammer zu, nochmal Klammer zu. So, diesen Term können wir jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann kriegen wir gleich das Ergebnis, nämlich das sind gleich 4,31 Flächeneinheiten. Ja, und damit hätten wir den Flächeninhalt des Dreiecks über die Determinante bestimmt. So, als Gedankenanstoß, wie man es vielleicht noch hätte rechnen können. Ja, also man könnte hier zum Beispiel jetzt alle drei Vektoren berechnen, a, b, b, c und c, a. Dann die Länge dieser Vektoren bestimmen, das geht über einen Satz des Pythagoras. Findet man aber auch eine Formelsammlung, wie das geht. Und dann mit Hilfe vom Kosinussatz einen Winkel berechnen
und dann über 1/2 mal zum Beispiel Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel den Flächeninhalt berechnen. Aber wie gesagt, das ist dann eine Ecke länger und hier diese Determinante ist recht kurz und übersichtlich.